Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung der Kommission betreffend die Rolle des Deutschen Jugendamts bei grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten. Ich erteile Frau Kommissarin Jourová das Wort. Mr. President, honorable members. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte dem Europäischen Parlament und dem Petitionsausschuss danken und möchte die große Bedeutung und die Sensibilität dieser Themen ansprechen, die in zahlreichen Petitionen, die im Laufe der letzten Jahre zum Thema Jugendamt eingingen, ansprechen. Die Themen, die einige Petitionen ansprachen und die Diskussionen, die im Ausschuss geführt wurden zur Petitionsarbeit, sind eingeflossen in den Kommissionsvorschlag, die Brüssel II-Verordnung zu revidieren. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Rechte des Kindes zu stärken, indem sichergestellt wird, dass die Ansichten der Kinder angehört werden und dass die Rechtsverfahren entsprechend beobachtet werden. Die gegenseitige Anerkennung der Praxis der Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht sollen Zurückweisungen verhindern zum Zeitpunkt der Anerkennung oder der Durchsetzung und sollten somit eine echte Zirkulation der Urteile in der Union möglich machen. Wir hoffen, dass der Rat politische Einigung zu diesem Dossier im Dezember wird erzielen können. Des Weiteren ist die grenzüberschreitende Natur der Familienfälle so gelagert, dass eine enge Kooperation zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten nötig ist. Der Vorschlag zielt auf eine effizientere Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Zwischen den Behörden ab in Deutschland ist es das Bundesjustizministerium. Es gibt ein direktes Interface mit den Eltern und das sollte eine Schlüsselrolle spielen bei der Anwendung der Verordnung. Zusätzlich haben wir vorgeschlagen, die Kooperation mit Jugendämtern insgesamt in das Kooperationssystem einzuschließen. Andererseits darf ich in Erinnerung rufen, dass das Funktionieren der nationalen Kinderschutzbehörden geregelt ist durch nationale Rechtsvorschriften. Im Falle von Bedenken wegen des Funktionierens dieses Systems müssen die Rechtsmittel auf der nationalen Ebene eingelegt werden. Im Laufe der letzten Jahre hat die Kommission mehrere Tools eingesetzt, um einen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, zur Erleichterung des gegenseitigen Verständnisses mit dem Ziel, den Kinderschutz zu erhöhen. Und das geschah über das jährliche Forum der Kinderrechte, die Ausschreibung nach dem Rechte- und Bürgerprogramm und durch den Fokus, den wir auf die Förderung der integrierten Kinderschutzsysteme gesetzt haben. Unter diesem Programm ist eine der Prioritäten für 2018 die, dass die Situation der Kinder verbessert wird, die in zivilrechtlichen Verfahren betroffen sind, durch bessere Verfahren, besseren Umgang mit den Fällen und Kooperation im Bereich des Familienrechts in Bereichen wie elterliche Sorge, internationale Kindesentführung, Kinderschutz und Unterhaltsfragen. Ich darf noch mal auf die Bedeutung hinweisen, die die Kommission diesen Themen beimisst und ich freue mich auf Ihre Ansichten. Danke. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jourová. Es beginnt Herr Kollege Kelly für 2 Minuten. Ja, was das Jugendamt angeht, ist es unserer Aufmerksamkeit zuteil geworden, dass bei Familienstreitigkeiten das Jugendamt oft eingreift. Jetzt haben wir vom Petitionsausschuss erfahren, dass nicht deutsche Elternteile große Schwierigkeiten haben, mit ihren Kindern in Kontakt bleiben, zum Beispiel wegen der angewendeten Sprachanforderungen, die das Jugendamt wohl immer durchsetzt. Es gibt nun natürlich das deutsche Familienrecht und das deutsche Familienrecht bindet das Jugendamt mit ein bei Familienstreitigkeiten, Sorgerechtsstreitigkeiten. Es ist so, dass systemische Mängel nicht aufgedeckt worden sind. Es gab da einige Fact-Finding-Reisen. Aber trotzdem muss man sich diese Fälle ansehen, denn eine Diskriminierung ist einfach nicht akzeptabel. Man muss feststellen, ob es sich hier um Diskriminierungen handelt. Die Petitionen zeigen uns doch zumindest, dass es den Eindruck gibt, dass eine Diskriminierung besteht.
Und Maßnahmen müssten ergriffen werden, um das auszuschließen. Die Fälle müssen angesehen werden. Aber wir müssen mit unserem eigenen Urteil warten, bis wir mehr Informationen haben. Natürlich muss das Interesse des Kindes überwiegen. Es ist hier wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Petitionsausschuss ähnliche Beschwerden aus drei anderen Mitgliedstaaten kennt. Vielleicht brauchen wir einen globalen Ansatz, um diese Themen anzupacken, statt sich auf einen Mitgliedstaat einzuschießen. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Mamikins. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Der Binnenmarkt und das Abschaffen der Grenzen hat uns viele Vorteile geboten. Aber das bedeutet auch, dass es ein neues Phänomen in Europa gibt. Also zeitweise Waisenkinder, die sind eine ganze Zeit allein, während die Eltern ganz woanders arbeiten. Es ist eine große Zahl, die bis zu 1 Million ausmachen kann. Die Vereinigung dieser Familien ist häufig nicht garantiert und das wird oft zum Albtraum für Familien. In den letzten 10 Jahren sind sehr viele Petitionen eingegangen im Zusammenhang mit Familienkonflikten in grenzüberschreitenden Situationen. Es gibt hier diskriminierende Maßnahmen und willkürliches Vorgehen, auch im Zusammenhang mit dem Argument Sprache und so weiter. Das System im Zusammenhang damit die deutschen Eltern haben hier keine Möglichkeit gehört zu werden. Das kommt in unseren Petitionsausschuss. Also die elterliche Verpflichtung und das Sorgerecht, das fällt hier in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamts. Also da können wir das nicht anders lösen. Aber wir müssen hier Ansätze finden, wenn es um nicht deutsche Eltern geht, die auch in diesen Situationen sind. Konsulardienste beispielsweise müssen hier herangezogen werden und andere Maßnahmen geschaffen werden, um sicherzustellen, dass solche grenzüberschreitenden Konfliktfälle nicht das Wohl der Kinder beeinträchtigt. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Mamikins. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Krupa. Vielen Dank, Herr Präsident. Das deutsche Jugendamt sollte sich um das Kindeswohl kümmern. In vielen ist es allerdings leider der Fall, dass die Charta der Kinderrechte verletzt wird. Insbesondere leiden darunter Kinder ausländischer Eltern, insbesondere aus Osteuropa. 140 Prüfungen wurden durchgeführt und nur in 22.000 Fällen waren die Handlungen des Jugendamtes gerechtfertigt. Wir hören in Polen sehr oft von Elternteilen die Beschwerden, dass Kinder den Eltern entzogen worden sind, das Sorgerecht ihnen entzogen wurde. Darüber hinaus gibt es auch Probleme, die mit der Sprachanforderung zusammenhängen. Die Streitigkeiten mit dem Jugendamt dauern über eine lange Zeit. Die Privatsphäre der Familien wird dadurch geschädigt. Das führt wiederum zu psychischen Problemen bei den betroffenen Kindern. Vielen Dank, Frau Kollegin Krupa. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Jakovcic. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Poštovana povjerenice Jurova, želim se... Herr Kommissar, Frau Kommissarin Jurova, Herr Präsident. In der alten Fraktion oder von der alten Gruppe aus würden wir gerne unsere Besorgnis zum Ausdruck bringen, was die Arbeit des Jugendamtes anbetrifft. Es ist klar, dass die hohe Anzahl von Petitionen, die eingegangen sind, zeigen, dass es Mängel bei der Arbeit dieses Amtes gibt. Und
dass einige diskriminierende Praktiken angewandt wurden. Und das ist das Letzte, was wir in Europa wollen. Wir möchten nicht, dass gegen unsere Bürger diskriminiert wird, schon gar nicht, wenn es sich um Kinder handelt. Das ist meiner Auffassung nach das Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen uns fragen, welche Union wollen wir? Wollen wir eine Union, für die die höchste Priorität der Handel ist? Oder wollen wir eine Union, in der unsere Bürger sich sicher fühlen können? Wollen wir eine faire Union für unsere Bürger schaffen? Wir müssen die richtigen Antworten geben und wir müssen uns um unsere Kinder kümmern. Das hat unsere Hauptpriorität zu sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Kommission den Rat auffordern wird, die Rechtsstruktur in der Europäischen Union zu harmonisieren, um eine Diskriminierung gegen Eltern und Kinder zu verhindern. Vielen Dank, Herr Kollege Jakovcic. Es folgt Frau Kollegin Ewi für 2 Minuten, 2,5 Minuten. Grazie, Präsident. Danke, Herr Präsident. Es sind Hunderte von Petitionen eingegangen im Petitionsausschuss in den letzten 10 Jahren und die Zahl wächst weiterhin. Petitionen, die schwere Diskriminierungen anprangern gegenüber Elternverzeihung, die nicht aus Deutschland kommen, Diskriminierungen, die vom Jugendamt begangen werden im Zusammenhang von transnationalen Familienstreitigkeiten, all das wieder spricht den wichtigsten Normen der Europäischen Union und verstößt auf schwerste Art und Weise gegen das Jugendwohl und Kinderwohl. In diesen 10 langen Jahren hat der Petitionsausschuss auch Empfehlungen ausgesprochen im Hinblick auf das, was die deutschen Behörden machen müssen. Wir haben das an den Rat, an die Europäische Kommission und so weiter geschickt, haben eine Arbeitsgruppe geschaffen, der ich die Ehre hatte vorzusetzen. Aber alle Empfehlungen sind bisher nur totes Papier. Es ist wichtig, dass man jetzt konstruktiv von Seiten der deutschen Behörden mit uns zusammenarbeitet. Sie sind mehrfach in dieser Hinsicht aufgefordert worden. Und das Ganze ist bisher auch von der Kommission zu oberflächlich behandelt worden. Sie hat leider keine Ermittlungen unternommen angesichts der Kritiken gegen das deutsche System. Ich beziehe mich da insbesondere auf die Statistiken. Wir haben ja mehrfach verlangt, dass entsprechend Daten erfasst werden und so, also statistische Daten, sowohl im Hinblick auf die Urteile bei Familienstreitigkeiten, wenn ein Elternteil nicht deutsch ist, als auch im Hinblick auf die Anzahl der Fälle, auch da, wenn ein Elternteil nicht deutsch ist. Und wir wollten wissen, welche Entscheidungen vom Jugendamt ergangen sind und dass diese entsprechend festgehalten werden. Wir haben gesagt, es müssten die Diskriminierungen bezüglich der Sprache, diese müssten aufgeklärt werden. Das ist oft bei Treffen von Eltern und Kindern der Fall, dass es hier zu Diskriminierungen kommt mit der Sprache. Und ich hoffe, dass die Kommission hier endlich etwas unternimmt, konkrete Handlungen vornimmt, und zwar nicht nur die Kommission an sich, sondern dass auch die Mitgliedstaaten tätig werden. Ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Thema vertieft wird und dass man wirklich informiert, welche Praktiken konkret unternommen werden und dass man wirklich im Umgang mit dem Jugendamt in Zukunft beruhigter handeln kann. Wenn wir wollen, dass dieses gemeinsame europäische Haus wirklich ein gemeinsames ist, dann müssen wir die zukünftigen Generationen schützen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ewi. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Sosnirz. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mit wirklichen Problemen auseinandersetzen. Ich finde es nur leid, dass wir erst zu einem so späten Zeitpunkt darüber diskutieren. Nach der letzten Abstimmung, die Korridore des Parlaments sind fast leer. Aber wir sehen, wie Menschenrechte, wie Rechte der Kinder in Deutschland gefährdet werden. Deutschland versucht, Polen zu belehren, insbesondere was die Justiz angeht. Und dabei stellt sich heraus, dass es in Deutschland viel größere Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit gibt.
Das Problem besteht natürlich darin, dass wir einen totalen Staat bauen wollen. Totale Staaten sind Staaten, wo nur die Macht des Staates anerkannt wird. Der Staat behauptet, besser zu wissen, was gut für die Kinder ist. Es nimmt sich das Recht, in die Beziehung zwischen Kind und Eltern einzuschreiten. Das ist einfach unzulässig. Nur strafrechtlich verfolgte Taten sollten dazu führen, dass Kinder den Eltern, das Sorgerecht den Eltern entzogen wird. Jedes Elternteil hat das Recht, das Kindeswohl anders zu verstehen als eine Behörde, als ein Jugendamt. Es ist mir leid, dass wir Erben es zulassen, dass wir unsere Kinder abgeben und dass wir uns nicht dagegen wehren. Herr Kollege Soschnirsch, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Mamikins? Bitte, Herr Kollege Mamikins. Dargais kolēģi, liels paldies, ka jūs pieņēmat manu zilas kartītes jautājumu. Ja, verehrter Kollege, vielen Dank, dass Sie meine blaue Karte akzeptiert haben. Ich weiß, dass wir die Europäische Union bei verschiedenen Punkten häufig scharf kritisieren. Aber was schlagen Sie denn eigentlich vor? Ich habe überhaupt keine Antwort oder Lösungsvorschlag von Ihrer Seite gehört. Was könnte man denn da machen? Abgesehen, ja. Ja, im Grunde genommen habe ich gesagt, was das Beste ist. Die Eltern sollten darüber entscheiden, was gut für die Kinder ist, was zu ihrem Wohl beiträgt und nicht Beamte oder Behörden. Natürlich in Deutschland ist das Vorgehen besonders schlimm. Aber wichtig ist, dass sich die Beamten nicht auf das Wohl des Kindes berufen sollten und im Interesse des Kindes Entscheidungen vorzunehmen. Dies sollte nur dann möglich sein, wenn eine Straftat vorliegt. Vielen Dank. Es folgt Frau Kollegin Pitera für 2 Minuten. Herr Präsident, seit 2006, also innerhalb der letzten 12 Jahren, gab es 258 Anträge an den Petitionsausschuss. Davon 196, das sind 76%, betrafen Kinder von deutschen Staatsbürgern. Die sonstigen 62 Petitionen stammten von anderen Staatsbürgern anderer Länder. Wichtig dabei ist, dass der Petitionsausschuss nur über die Darstellung des Antragstellers verfügte. Wichtig dabei ist auch, dass das Sorgerecht nur anhand oder aufgrund eines Urteils eingeschränkt werden kann. Das bedeutet, dass es in jedem Fall einen Gerichtsbeschluss geben musste. Das Urteil oder ein Gerichtsbeschluss lag aber den Petitionen nicht bei. Warum ist das so? Wichtig wäre es, das Urteil, den Gerichtsbeschluss zu sehen, weil man darin die Darstellung sowohl der Kinder, der Elternteile wie auch der Zeugen wiederfinden würde. So, da diese Urteile, da diese Gerichtsbeschlüsse fehlten, musste der Petitionsausschuss nur auf den Aussagen des Antragstellers basieren. Deshalb habe ich den Gerichtshof für Menschenrechte die Frage gerichtet, in wie vielen Fällen es eine Klage gegeben hatte. In diesen 62 Fällen, die es für nicht deutsche Staatsangehörige gab, wurden 17 Klagen beim Gerichtshof eingereicht. Alle wurden als unzulässig beachtet. Bei einer Studienreise des Petitionsausschusses nach Deutschland wurden keine irregulären Handlungen des Jugendamtes festgestellt. Ich möchte hier einen Vergleich ziehen. Insbesondere vor den Wahlen werden das Jugendamt, aber ähnlich wie Impfungen, an den Tag gezogen, um dadurch das Vertrauen gegenüber den Behörden zu strapazieren. Und darauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit richten. Vielen Dank. Frau
Kollegin Pitera. Gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Swotowski? Herr Kollege Swotowski, ich gestatte nur eine blaue Karte. Ja, bitte, Herr Kollege Swotowski. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sind Sie der Meinung, dass die Jugendämter in Deutschland auf eine gute Art und Weise funktionieren? Denn es gibt natürlich eine Reihe von Vorwürfen in den Medien. Glauben Sie, dass diese Vorwürfe imaginären Charakter haben? Sind Sie der Meinung, dass ähnliche Ämter auch in anderen Ländern der Europäischen Union funktionieren sollten und auf eine ähnliche Art und Weise? Jeder Politiker sollte bei seiner Arbeit sich nicht auf Medienbeiträgen stützen, sondern auf Tatsachen. Insbesondere auch nicht auf Petitionen einzelner Personen, die sich geschädigt fühlen. Wie Sie wissen, gibt es in Polen eine ähnliche Behörde und auch dort kommt es zu Unregelmäßigkeiten. Auch dort gibt es Fehler. Daher möchte ich Sie davon überzeugen, dass Sie vor allen Dingen die Unterlagen und die Daten lesen und nicht nur auf die einzelnen Petitionen und Darstellungen einzelner Bürger und Bürgerinnen reagieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Pitera. Herr Kollege Martin für 3 Minuten. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Herr Präsident, Frau Kommissar, verehrte Kollegen. Wenn ich ohne Dolmetscher sprechen würde, würden wahrscheinlich viele nicht verstehen, was ich sage. Und jetzt sind Sie in einem Land, wo Sie sich nicht gut auskennen, wo Sie die Regeln auch nicht gut kennen. Niemand hat es Ihnen erklärt. Und jetzt müssen Sie vor ein Gericht mit Ihrem Kind und Sie hoffen auf Ihr gutes Recht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen zahlen für Ihr Kind, das man Sie aber seit Jahren nicht sehen lässt. Und nach all diesen Jahren, die Sie das Kind nicht gesehen haben, dann kennt das Kind Ihre Sprache nicht mehr, Ihre Kultur nicht mehr und weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wer Sie sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist die Situation, mit der Tausende von Eltern zu tun haben, wegen des Jugendamts. Und das ist David gegen Goliath. Das ist jetzt kein Text gegen Deutschland, sondern das ist ein Appell für Recht. Wenn das Jugendamt wirklich das Interesse des Kindes verfechten will, dann muss doch das Kind seine Mutter und seinen Vater kennen. Das ist doch wichtig für sein Gleichgewicht, für die Emanzipation und das ist doch auch eine kulturelle Bereicherung, Eltern aus 2 Kulturkreisen zu haben. Und es geht doch um Liebe. Wie kann man denn einen Elternteil daran hindern, dem Kind zu sagen, wie sehr man das Kind liebt, wie sehr das Kind einem fehlt. Also das ist wirklich ein Appell an die Liebe. Oft hört man, die Politik darf sich nur auf Tatsachen begründen. Ja gut, aber vielleicht, wenn es anders wäre, wäre die Situation auf der Welt nicht so chaotisch. Also öffnen Sie mal Ihr Herz und erlauben Sie den Kindern doch, die Liebe beider Eltern zu verspüren. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und Europa kann da nicht einfach nur Zuschauer sein. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir müssen handeln und müssen uns auf die Erklärungen begründen, die Frau Merkel zum Beispiel gesagt hat. Also wirklich, Frau Merkel, dann seien wir doch mal solidarisch und üben wir doch mal familiäre Harmonie aus. Das zählt. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Swotowski. Herr Präsident, das Vorgehen des deutschen Jugendamtes führen oftmals auch in Polen dazu, dass Empörung herrscht. Aber das betrifft nicht nur Polen, das betrifft auch Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Das Vorgehen der Jugendämter ist nach deutschem Recht legal, aber für andere Bürgerinnen und Bürger unverständlich, wie zum Beispiel das Verbot, die eigene Muttersprache bei Kontakten mit den Elternteilen zu nutzen.
Frau Merkel sprach vorgestern darüber, dass nationale Egoismen nicht mit den europäischen Werten gleichzustellen sind oder vergleichbar sind. Aber das stört sie nicht daran, die Jugendämter, den deutschen Staat, natürlich zu unterstützen, der zum Beispiel die Benutzung der Muttersprache oder eine der Muttersprache durch die Kinder verbietet. Das betrifft auch polnische Elternteile, die zu Opfern des Jugendamtes geworden sind. Vielen Dank, Herr Kollege Swatowski. Es folgt Herr Kollege Radosch für eine Minute, eineinhalb Minuten. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kollegen. Ich möchte mich zunächst einmal beim Petitionsausschuss und bei Frau Wikström bedanken, dafür, dass diese Initiative ins Plenum gebracht wurde. In den vergangenen 10 Jahren, ja, da hat es jetzt vielleicht keine rechtlichen Lösungen gegeben, aber es hat so viele Petitionen aufgrund des oder im Zusammenhang mit dem Jugendamt gegeben, dass es hier einen klaren Fall gibt, für ein Beispiel dafür, dass die Rechte der Kinder nicht geachtet wurden. Es geht hier auch um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und eine Zusammenarbeit der sozialen Dienststellen verschiedener Länder. Häufig gibt es da keine Stelle, die für internationale Zusammenarbeit zuständig ist. Solche Fälle kommen eben auch in anderen Ländern vor und ich begrüße, dass hier gesagt wird, dass wir die Zusammenarbeit fördern wollen und den Kindern helfen möchten, in ihre Familien zurückzukehren. Vielen Dank, Herr Kollege Radosch. Es folgt Herr Kollege Wawasa für eineinhalb Minuten. Die Entschließung beruht auf Petitionen von nichtdeutschen Eltern, von binationalen Paaren. Es geht hier um angebliche, welche Strafverfahren das hat mit Strafverfahren oder Streitigkeiten um das Sorgerecht zu tun. Der Petitionsausschuss hat Petitionen erhalten mit ähnlichen Anschuldigungen gegen die Sozialsysteme in Schweden, in Dänemark und auch im Vereinigten Königreich. Ich bin selbst Vater und kann mir gar nicht den Schmerz vorstellen, den die Familie durchlebt, wenn es zu einer solch dramatischen Situation kommt. Aber als Mitglied des Europaparlaments möchte ich die Tatsache unterstreichen, dass während das Familienrecht die einzige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ist, Gerichte oder andere zuständige Stellen das Interesse des Kindes als Kern der Entscheidung nehmen müssen. Und wir können diesen Familien keine falschen Hoffnungen machen, dass wir die Instrumente hätten, die Kinder zurück nach Hause bringen. Des Weiteren gilt, dass die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten grenzüberschreitende Kooperationen in Familiensachen ermutigen sollten. Es sollten die Richter entsprechend geschult werden und die in diesem Bereich arbeiten. Es muss Rechtshilfe geben. Es müssen zweisprachige Richter existieren und Anwälte und es müssen Vertreter von Behörden müssen eingebunden werden in sämtliche Streitigkeiten in Familiensachen. Vielen Dank, Herr Kollege Wawasa. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Gosiewska. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Tausenden von geschädigten Familien in Polen, denen in Folge von Falschbehauptungen oftmals nachts Kontakte mit den Kindern unterboten werden, stelle ich die Frage, wann werden die Jugendämter abgeschafft? Die Geschichte der Jugendämter geht auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges zurück. Ich hoffe, dass statt des Jugendamtes eine Zentralbehörde für die Unterstützung der Erziehung von Kindern gegründet wird. Ich hoffe, dass diese Behörden endgültig dazu beitragen werden, dass die Eltern unterstützt werden.
Eine Zeugenaussage eines polnischen Vaters. Meine Töchter wurden vor 2 Jahren entführt. Zum ersten Mal habe ich sie 2 Jahre später gesehen. Das letzte Mal 2010 für 5,5 Stunden konnte ich meine Töchter sehen. Innerhalb 16 Stunden, innerhalb von 15 Jahren. Wobei es verboten war, die polnische Sprache zu benutzen. Das wurde so begründet, dass es nicht im Interesse der Kinder liegt, die polnische Sprache kennenzulernen. Diese Inkonsequenz. Herr Kollege Mamikins, wenn ich jemanden das Wort entziehen musste, weil er die Redezeit überschritten hat, gäbe ich grundsätzlich keine Gelegenheit für eine Frage. Wir kommen zum Catch-the-Eye-Verfahren und ich darf Herrn Kollegen Dess das Wort erteilen. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin froh, dass dieses Thema hier diskutiert wird. Ich komme aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern, war dort auch 12 Jahre stellvertretender Landrat und bin seit 28 Jahren Abgeordneter. An mein Büro ist nicht ein einziger Fall von Beschwerden bezüglich des Jugendamtes herangetragen worden. Deutschland ist ein föderaler Staat, wir haben 16 Bundesländer. Vielleicht gibt es einzelne Bundesländer, wo es gewisse Schwierigkeiten gibt. Aber ich glaube, hier die Jugendämter unter Generalverdacht zu stellen, das halte ich für falsch. Es wird in vielen Jugendämtern eine hervorragende Arbeit geleistet. Wenn hier schon Fälle in meinem Kreis da gewesen wären, dann wären auch sicher die Beschwerden bei mir angekommen. Das ist in diesen 28 Jahren nicht einmal der Fall gewesen. Und mir ist auch bekannt, dass hier bei Verdolmetschungsnotwendigkeit die Dolmetscher auch zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht sind sie nicht immer gleichzeitig erreichbar, aber grundsätzlich stehen die Dolmetscher zur Verfügung, wenn es notwendig ist. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kollege Dess. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Zum Abschluss der Aussprache spricht nochmals Frau Kommissarin Jourová. Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, ich möchte Ihnen danken für diese Debatte. Ich weiß durchaus, dass es eine Reihe von Beschwerden gibt, die der Petitionsausschuss erhalten hat. Es ist natürlich sicher auch nötig, einen rechtlichen Weg zu finden, um das Problem zu lösen. Aber es gibt hier eine Teilung der Kompetenzen, wie wir das ja auch festgelegt haben. Familienrecht ist immer äußerst heikel und die EU hat hier nur sehr eingeschränkte Rechtskompetenz, um zu handeln. Natürlich muss man sich erst einmal an das Gesetz halten. Die Grundrechtscharta und die UN-Konvention der Rechte der Kinder, beides ist bindend für die Mitgliedstaaten und sie müssen sicherstellen, dass in allen Bereichen, wo es sich um Kinder dreht, das Interesse des Kindes das Wichtigste ist. Das sind erst einmal die nationalen Gerichte, die hier das beste Interesse der Kinder zu bewerten haben. Und was die EU-Kompetenz angeht, muss ich es unterstreichen. Es gibt gemeinsame Regeln zur Jurisdiktion und der Umsetzung bestehender Entscheidungen aus Mitgliedstaaten. Weil Familienrecht so heikel und sensibel ist, ist es auch vorgesehen, dass bei Familienrechtsangelegenheiten der Rat nur einstimmig entscheiden kann. Und das ist auch bei Brüssel 2a so. Das soll ja jetzt im Dezember noch verabschiedet werden, wodurch grenzüberschreitende Fälle verfahrenstechnisch leichter werden sollen. Wenn zum Beispiel überlegt wird, was im besten Interesse des Kindes ist. Und ich hoffe, dass die Überarbeitung der Gesetzestexte positive Resultate im Dezember bringen wird. Und ich darf auch danken, dass das Parlament die Reform der Brüssel 2a so unterstützt hat.
Ich glaube schon, dass wir mit dieser neuen Verordnung grenzüberschreitende Fälle besser handhaben können. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jourová. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet während der nächsten Tagung statt. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt. Wenn es keine Einwände gibt, werde ich die in der heutigen Sitzung angenommenen Entschließungen den in diesen Entschließungen genannten Personen und Gremien übermitteln. Ich sehe keine Einwände. Die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments ist unterbrochen. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen einen guten und sicheren Nachhauseweg, ein schönes Wochenende. Die Sitzung ist geschlossen.